Ich darf einmal um Ruhe und vor allem um Ihre Aufmerksamkeit bitten und darf Sie damit ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz des heutigen Abends nach der Begegnung Wohnbau Moskitos Essen gegen den Herner e.V. Die Moskitos gewinnen vor 3086 Zuschauern mit 6:2. Zu meiner Rechten begrüße ich den Coach unserer Gäste, Danny Albrecht, und zu meiner Linken den Coach der Moskitos, Frank Genkes. Das erste Wort des Abends, Danny Albrecht. Hallo zusammen und Gratulation an Frank und sein Team. Erstmal hat Frank letztes Mal schon gesagt, die Derby ist immer eine sehr, sehr tolle Kulisse und eine sehr tolle Atmosphäre. Davon braucht man einfach immer mehr. Am Ende ist das Spiel relativ einfach erklärt. Ich glaube, wir haben über zwei Drittel ein ausgeglichenes, tolles Eishockeyspiel gesehen. Chancen auf beiden Seiten, Fehler werden immer gemacht. Und im letzten Drittel haben wir ein bisschen die Geduld verloren. Liegen 2-1 zurück gegen eine Top-Mannschaft und springen dann vorne mit rein, kriegen Kontersituationen. Es wird in den Playoffs genauso sein, oder beziehungsweise der Weg bis zu den Playoffs. Wenn wir nicht geduldig bleiben und hinten kompakt bleiben und den Gegner zu Kontersituationen einladen, dann werden wir die Spiele nicht gewinnen. Am Ende ist es manchmal ein Schuss, am Ende ist es manchmal auch ein bisschen Glück, am Ende müssen wir aber dafür hart kämpfen und ein bisschen mehr Geduld bewahren. Das haben wir heute nicht getan, deswegen geht der Sieg so in Ordnung und Glückwunsch nochmal nach Essen. Ja, danke Danny für dein Statement. Ja, guten Abend von meiner Seite, Danny, danke für die Gratulation. Ja, erstmal, ich glaube, der Vorstand ist zufrieden, wenn der 3 davor steht. Dann kann man, kann man zufrieden sein, ist auch wichtig, aber die haben, beide Mannschaften haben sich auch diese Kulissen erarbeitet. Ja? Bei Spiel um Platz 4 heute, es kommt nicht von ungefähr. Zwei ja, sehr starke Mannschaften haben wir heute wieder gesehen. Für ein Derby war es sehr fair. Ihr habt nichts Dreckiges gesehen. Eine Sache haben wir jetzt mit dem Schrodel, aber schauen wir, dass wir das hinbekommen. Der wird gerade genäht. Dass das in Ordnung ist für Sonntag vielleicht schon wieder. Und sonst haben wir sehr, sehr faires und ein gutes Derby gesehen. Und das, was Dani sagte, das ist so. Aber wir haben, das war unser Schlüssel. Wir haben gewusst, die machen auf, aber wir wussten auch nicht, jeder läuft nach hinten. Und das haben wir ausgenutzt. Und das ist bei Spitzenspielern so, die denken immer sehr offensiv alle, aber du kannst nicht immer offensiv denken. Du musst auch hinten deine Arbeit machen. Solange du vorne triffst, fällt das nicht auf, aber wenn du vorne nichts machst und arbeitest nicht nach hinten, dann kannst du als Mannschaft nicht gewinnen. Das haben wir sehr gut ausgenutzt. Wir waren geduldig heute, wir waren auch die bessere Mannschaft. Und ja, für mich war der Sieg verdient. Wir waren physisch sehr gut am Ende noch, hat man gesehen. Wir konnten ein paar Sachen ausgewechselt. Die Jungs haben sehr gut funktioniert, auch die Reihe heute mit Zurafelev, mit Lemmer und mit Israel, die neu zusammenspielt, wird auch immer besser und gibt uns auch noch ein bisschen Substanz im Spiel. Ja, Dani zählt die Derby-Siege, wir auch, wir haben jetzt unseren 4. Derby-Sieg. Muss man ja für die Fans sagen, dafür machen wir es ja. Also haben wir schon mal ausgeglichene Bilanz, 4 von 8 haben wir. Wir haben die Möglichkeit, am Freitag, ich hoffe wieder auf zahlreiche, sehr scheinende Fans, einen neuen Derby-Sieg zu erlangen, wenn wir wieder hart für arbeiten müssen. Ja, jetzt haben wir ein schweres Spiel am Sonntag in Braunlage. Das ist das, wo man im Hinterkopf immer denkt, dass vielleicht ganz mit 1,5 Beinen hinfahren geht nicht. Die haben heute auch gewonnen. Und das sind die entscheidenden Spiele, die Punkte bringen am Ende. Und da müssen wir hochfokussiert sein. Heute bin ich mit allen Spielern sehr, sehr zufrieden. Und ja, besser ging es nicht heute. Schönes Derby für alle. Danke, bis Freitag. Ja, danke schön, Frank. Danny, dir und deiner Mannschaft viel Glück in den Playoffs. Meine Damen und Herren, Frank hat es schon gesagt, wir sehen uns nächste Woche Freitag zum nächsten Derby. Dann gegen den EV Duisburg. Bis dahin danke für Ihre Aufmerksamkeit und guten Start ins Wochenende. Auf Wiedersehen.